Ja, herzlich willkommen. In meinem Beitrag geht es um Grundlagen zu Medienrecht bei der Produktion von Open Educational Resources. Das ist ein weites Feld und kann viele Rechtsgebiete tangieren, aber da sind vor allen Dingen vier Rechtsgebiete besonders wichtig, sage ich mal. Vor allen Dingen das Urheberrecht, das ist so das Wichtigste dabei. Dann das Persönlichkeitsrecht von Personen und das Datenschutzrecht kann relevant sein. Und außerdem das Telemedienrecht, wenn es eben darum geht, solche Beiträge dann auch im Rahmen eines Webangebots zu veröffentlichen. Außerdem kann in dem Zuge das Domainrecht hineinspielen, weil man ja auch einen bestimmten Namen sich wählt für die Webadresse, unter der das dann abrufbar ist. Und vielleicht auch das Designrecht, wenn man Designs in seinen OER abbilden möchte. Es gibt darüber hinaus noch weitere Rechtsgebiete, aber das sind so die wichtigsten und vor allen Dingen die ersten vier, die ich genannt habe. Ein weiterer Bereich, der sehr relevant ist und zu dem auch immer viele Fragen bestehen, ist das Gebiet der Creative Commons Lizenzen, also Lizenzrecht im weitesten Sinne. Und das ist jetzt kein eigenes Rechtsgebiet in dem Sinne, das ist sozusagen so ein Unterbereich vom Urheberrecht. Aber das ist sehr essentiell, dass man da sich mit den Creative Commons Lizenzen entsprechend auskennt und die vor allen Dingen die Lizenzangaben, die erforderlich sind, eben auch einhält. Ich fange an mit dem Urheberrecht und wollte dazu noch kurz darstellen, dass es im Urheberrechtsgesetz zwei verschiedene Bereiche gibt, die geschützt sind. Die Urheberrechte selber, so das Kernelement, aber auch sogenannte Leistungsschutzrechte, die sich zum Beispiel beziehen auf einfache Fotos, also Lichtbilder genannt im Juristenjargon, Tonträger, also die klassische Schallplattenaufnahme, CD-Aufnahme oder jetzt über als MP3 oder so verfügbar, oder auch Datenbanken zum Beispiel. Diese Dinge sind als Leistungsschutzrecht geschützt und haben eine kürzere Schutzdauer als die Urheberrechte, denn der Schutz bei Urheberrechten ist bis 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers oder der Urheberin. Es ist so, dass man erstmal davon ausgeht, dass ganz viel auch geschützt ist, aber es ist jetzt auch nicht alles in der Welt geschützt, sondern es gibt auch mal so einfache Darstellungen, die so banal, sag ich mal, sind und keine Schöpfungshöhe haben, so dass man da dann nicht von einem Schutz sprechen kann. Ich habe jetzt hier, um das zu veranschaulichen, eine etwas aufwendigere Zeichnung oder ein Schaubild und daneben ein relativ einfaches Säulendiagramm. Und das so in der Gegenüberstellung veranschaulicht ganz gut, dass es eben ja für das linke Schaubild auf jeden Fall ein Urheberrechtsschutz nach meiner Auffassung angenommen werden kann. Für das rechte mit Programm erzeugte, da ist keine echte Schöpfungshöhe da, ne? Das ist ganz einfach mit dem Programm erzeugt. Da würde ich im Zweifel eher einen Urheberrechtsschutz verneinen. Aus wissenschaftlichen Aspekten natürlich trotzdem immer mit Quellenangaben und so weiter arbeiten, aber da ist nicht zwingend ein Schutz anzunehmen. Wenn man jetzt fremde Materialien nutzen möchte, dann kann das unter verschiedenen Voraussetzungen möglich sein. Einmal, indem man eben wirklich eine Einwilligung einholt bei der Person und dabei auf jeden Fall darauf hinweist, dass das Material unter einer CC-Lizenz oder unter einer offenen Lizenz eben verfügbar gemacht werden soll. Dann kann es sein, dass ich Materialien nutzen möchte, die schon unter einer offenen Lizenz stehen. Dann ist die konkrete Einwilligung eben entbehrlich und dann weiß ich ja schon, dadurch, dass da bestimmte Lizenzen angegeben sind, dass eben die Nutzbarkeit möglich ist und insoweit ist eine konkrete Einwilligung dann entbehrlich. Ich bin außerdem berechtigt, das ist so eine gesetzliche Befugnis dann, im Rahmen der Zitatfreiheit ein fremdes Werk zu nutzen, das heißt einzubauen in meine eigene OER, muss dabei aber die Regeln des Zitatrechts, der Zitatfreiheit einhalten. Das sind folgende Regeln. Ich muss mich selber mit dem fremden Werk, das ich abbilden will, wirklich befassen, inhaltlich befassen. Und das muss sich aus dem Material dann auch ergeben. Das muss sozusagen wahrnehmbar sein. Ich muss einen Zitatzweck haben. Das ist häufig, dass ich etwas als Beispiel nenne, dass ich mit dem Fremden, was ich darstelle, etwas belegen möchte, meine eigene Aussage zum Beispiel belegen möchte.
oder dass ich schlicht meine eigenen Aussagen mit dem fremden Material erläutern möchte. Das ist ganz wichtig, dass wirklich dieser Zitatzweck vorliegt. Außerdem muss das Zitat, darf es nur in einem angemessenen Umfang erscheinen. Ich darf also nicht mehr Fremdes nutzen, als es für meine eigene Aussage erforderlich ist. Also ich dürfte nicht etliche Minuten eines Films zum Beispiel einbauen in meine OER, wenn es nur auf eine konkrete Szene zum Beispiel ankommt. Das wäre dann nicht mehr angemessen, der Umfang. Ich darf auch das Werk, das fremde Werk nicht ändern im Rahmen der Nutzung als Zitat. Und ich muss es als Zitat kennzeichnen und auf jeden Fall die Quelle angeben, sonst ist es eine rechtswidrige Nutzung. Wenn man fremdes Material in sogenannten Stockbildarchiven, Datenbanken und so weiter findet, ist es wichtig, immer sich die Nutzungsbedingungen genau anzusehen, dass man da wirklich konform mitgeht und nicht Material nutzt, weil da irgendwo steht, lizenzfrei nutzbar, aber es ist nicht wirklich unter einer offenen Lizenz nutzbar. Das ist ganz wichtig, um nicht da in den gegen die AGB zu verstoßen und Material innerhalb der eigenen OER auch zur Weiternutzung freizugeben, obwohl man gar nicht dazu berechtigt ist. Ein ganz, wie ich eingangs sagte, wichtiges Kernelement ist eben die CC-Lizenzierung. Creative Commons bezeichnet eben dieses Standard-Lizenzmodell, dass sich verschiedene schlaue Menschen ausgedacht haben und das verschiedene Nutzungsmöglichkeiten vorsieht. Die sozusagen Lizenz mit den geringsten Bedingungen ist CC BY, die mit sich bringt, dass ich etwas nutzen darf, aber den Namen nennen muss. Und dann gibt es noch 5 weitere Modelle, auf die ich jetzt hier an der Stelle nicht im Detail eingehe, die aber verschiedene Einschränkungen vorsehen. Entweder, dass ich zum Beispiel es nur unter denselben Bedingungen weitergeben darf, dass ich es vielleicht nicht kommerziell nutzen darf oder nicht verändern darf. Das sind so die verschiedenen Modelle. Außerdem gibt es noch, das ist aber keine echte CC-Lizenz, CC0, dass ich sozusagen null Anforderungen stelle an die Nutzung, nicht mal eine Namensnennung ist erforderlich. Das ist bei all den anderen Lizenzen wichtig. Wenn ich etwas, was unter einer CC-Lizenz lizenziert ist, selber nutzen möchte, ist die Einhaltung der Lizenzbedingungen essentiell. Und da ist es immer hilfreich, sich den sogenannten Deed, den Kurztext oder auch, wenn man es genauer wissen will, den Lizenztext durchzulesen. Und die Lizenzangaben sollten möglichst in der Nähe des eingesetzten Materials angebracht werden. Es ist aber bei einigen Materialien, wie die aufgemacht sind, durchaus üblich und angebracht, dann in so einem Sammelhinweis am Ende des Materials die Angaben zu machen. Es gibt eine Merkhilfe, die man gut nutzen kann, die sogenannte Tulu-Regel, die sich Jöran Musmeerholz mit seinem Team überlegt hat. Und die hat nochmal anhand der Anfangsbuchstaben eine ganz gute Gedächtnisstütze. T für Titel, U für Urheber, Urheberin, L für die Lizenz, die anzugeben ist, L, ein weiteres L für den Link, der zu der Lizenz zu machen ist. Und dann das U für die Ursprungsquelle bzw. den Ort, wo das Material, was man nutzen möchte, abgelegt ist und wo auch andere es wiederfinden könnten. Wenn man sich die Lizenzhinweise selber erzeugen möchte oder beziehungsweise nicht selber überlegen muss, wie muss das jetzt eigentlich lauten, kann man sie sich automatisch erzeugen lassen mit dem sogenannten Lizenzhinweisgenerator. Auffindbar unter lizenzhinweisgenerator.de und kann dann eben automatisch die Angaben sich generieren lassen und dann rauskopieren und weiter nutzen. Als echte freie Bildungslizenzen gelten eigentlich nur 3 Lizenzen, und zwar CC0 mit keinen Anforderungen, CC BY, wo der Name genannt werden muss, und CC BY SA. Also Namensnennung ist erforderlich und die Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn ich also das Material verändere, muss ich es auch unter derselben Lizenz zur Verfügung stellen. Das ist zum Beispiel die Lizenz, die auch bei Wikipedia und Wikimedia zum Einsatz kommt. Eher abzuraten im Kontext von OER ist vom Modell NC, also Non-Commercial, weil es viel Rechtsunsicherheit mit sich bringt und da die möglichen Anwenderinnen eben zum Teil nicht wissen, falle ich jetzt unter kommerziell oder nicht. Das ist also eher von abzusehen. Gerade im Rahmen des Kontextes von der HU, der Hamburg Open Online University, sind auf jeden Fall die 3 ersten
Lizenzen zu bevorzugen. Wenn man in seinem Material Bestandteile hat, auf die sich nicht die Gesamtlizenz, die ich für mein Material wähle, erstreckt, ist da ein Hinweis auf jeden Fall wichtig. Wenn man überlegt, welche Lizenz für das eigene Material die geeignete ist, gibt es ein gutes Schaubild, was nochmal die verschiedenen Möglichkeiten mit so Zielrichtungen aufweist, an denen man sich gut orientieren kann, dass hier genauer eingesehen werden kann. Sinnvoll ist es, die Einwilligung, die man möglicherweise einholt, gut zu archivieren und gegebenenfalls auch den Plattformen, wo etwas veröffentlicht wird, zur Verfügung zu stellen, damit eben auch zu einem späteren Zeitpunkt nachgewiesen werden kann, dass entsprechend die Einwilligung vorgelegen haben. Und das Ganze sollte auch dokumentiert werden. Wichtig sind im Rahmen von OER auch Persönlichkeitsrechte, denn häufig arbeitet man vielleicht mit Interviews oder bildet Fotos ab und so weiter. Hier ist es immer wichtig, Einwilligungen auch wieder vorliegen zu haben. Und denn es geht ja hier ja um das Recht am eigenen Bild, um die informationelle Selbstbestimmung. Und da will jeder sicherlich auch dann entscheiden, was mit den Bildern und Aufnahmen geschieht. Die Einwilligung ist sehr wichtig. Es kann für einzelne Aufnahmen, gerade so bei größeren Szenen draußen, irgendwelche Versammlungen oder so, Menschen sind weit weg, da kann durchaus eine Berufung auf die Ausnahmen nach dem Kunsturheberrechtsgesetz mal greifen. Aber gerade wenn Personen prominenter im Bild sind, sollte man vorzugsweise mit der Einwilligung arbeiten. Und wichtig ist, dass bei Einwilligung auch immer DSGVO-konforme Informationen, also dass man den Informationspflichten aus Artikel 13 DSGVO genügt. Das ist eine gute Überleitung zum Datenschutzrecht. Denn wichtig ist, dass man, wenn man eine OER erstellt, es hängt dann sehr vom Format ab, was man wählt, was es überhaupt ist, was ist, ist die OER, ist es nur ein PDF oder ist es vielleicht ein Tool, was ich entwickle. Da muss ganz klar sein, wer ist überhaupt der Verantwortliche, der hier mit den Daten hantiert. Ich brauche auch eine Rechtsgrundlage. Das wird häufig auch die Einwilligung sein, wenn ich irgendetwas nutze und mich einmal anmelde. Aber dass man da auf jeden Fall auf der sicheren Seite ist. Und ich muss bei solchen Ausgestaltungen von solchen Angeboten auch immer das Prinzip der Datensparsamkeit berücksichtigen. Dass ich also nur so viele Daten wie möglich erhebe und nicht mehr als erforderlich. Und letztlich muss ich auch die Grundsätze Privacy by Design und Privacy by Default einhalten. Das bedeutet, dass schon das Tool oder was es auch immer ist, so ausgestaltet sein muss, dass man eben entsprechend DSGVO-konform ist und dass auch die Voreinstellungen so sind, dass man nicht mehr Daten sozusagen preisgibt, als man das möchte, sondern mit dem geringsten anfängt. Wenn ich eine OER bereitstelle und das ein eigenes Webangebot ist, sollte ich oder muss ich eine Datenschutzerklärung auch vorhalten. Das ist für fast jede Website erforderlich. Und muss wirklich zu jedem Datenverarbeitungsprozess, was auf der Seite stattfindet, je nachdem, wie es eben ausgestaltet ist, eben die Informationen auch liefern. Das bezieht sich insbesondere auf Registrierungsprozesse, wenn ich mich anmelden muss. Und wenn ich so etwas dann vorhalte, ist es auch wichtig, also wenn ich eben Daten über ein Angebot erhebe, dass ich das in einem Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten dokumentiere. Ich habe hier beispielhaft eine Tabelle, aber es kann auch in anderer Form geschehen. In einer Datenbanklösung oder in einem Word-Dokument ganz einfach. Es kann sein, dass ich, um eine bestimmte Ressource bereitzustellen, vielleicht erstmal Umfragen mache und dafür bestimmte Tools nutze. Oder dass ich andere Dienstleister in Anspruch nehme, die dann mit den fremden Daten hantieren. Wenn das der Fall ist, kann es in Frage kommen oder kann es erforderlich sein, dass ich einen Auftragsverarbeitungsvertrag schließe und da die entsprechenden Anforderungen erfülle und das Ganze auch wieder dokumentiere in einem Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten. Ich habe hier beispielhaft einige Nutzungen angeführt, für die das relevant ist.
Ja, das Telemedienrecht ist insofern relevant, als dass ich ein Impressum vorhalten muss, wenn ich etwas selber publiziere. Wenn es über eine Plattform ist, dann wird es in der Regel über das Impressum der Plattform abgedeckt sein. Aber es ist trotzdem bei meiner eigenen Ressource wichtig, dass ich da entsprechend die Anforderungen, die Impressumspflicht mit sich bringt, insgesamt auch erfülle, dass ich sozusagen da zumindest einen Fachverantwortlichen auch nenne. Ja, ich habe hier nochmal zusammenfassend eine Checkliste mit 10 wichtigen Punkten. Einmal bei der Nutzung fremder Materialien muss eben abgeklärt sein, dass ich dazu berechtigt bin. Wenn ich fremde CC-lizenzierte Materialien nutze, sind die Lizenzangaben einzuhalten. Ich sollte für meine Lizenz auch wirklich eine geeignete, offene, freie Lizenz wählen und die Angaben entsprechend korrekt machen. Ich sollte ein gutes Einwilligungsmanagement pflegen und die Einwilligung entsprechend archivieren. Und wenn Personen abgebildet sind oder personenbezogene Daten genutzt werden, sollten auch da die Nutzung, sollte die abgeklärt sein. Und dann die Punkte, die ich eben zum Datenschutz gesagt habe, dass überhaupt der Datenschutz hinreichend bei dem Angebot berücksichtigt ist, dass ich über den Datenschutz über die Datenverarbeitung in einer Datenschutzerklärung informiere, dass ich möglicherweise Verarbeitungsprozesse in einem Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten dokumentiere, wenn es erforderlich ist, eben auch einen Auftragsverarbeitungsvertrag schließe und auch möglicherweise erforderliche Impressumsangaben mache. Soweit die Grundlagen zum Medienrecht. Und damit bin ich am Ende.